immer, wenn ich 17 bin, wenn ich jetzt hier mit der Ringkamera mache, die aufpasst, muss ich mal neu einstellen. Rechte Bahn. Für unsere Gäste in der roten Ecke, das ist der Stanislav Gibalo. Stanislav ist 23 Jahre alt, er ist Soldat, bestritt bisher 86 Kämpfe, sagenhafte 76 davon gewann er. Er wurde Zweiter letztes Jahr auf den polnischen Meisterschaften und wird wie alle Jungs aus Gniewice von Tolek Jakimczuk. So eine Halle hier mit diesem Aufbau, da waren wir schon mal drin. Ne, ich nicht. Die gibt es schon in einer anderen Halle drüber gewesen. Ring frei! Und ihr habt auch gesagt, welche das war. Da war auch da ringsrum. Da war dann da hinten war der, oder war das in der, in der, so. In der Treppe und so. Ne, das war nicht. Da stand so auch so ein Vorbau. Und ich stand da auch. Go!
Bitte schaut in die blaue Ecke, dort sitzt der Serdar. Serdar ist 18 Jahre alt, studiert zurzeit und bestritt bisher 50 Kämpfe, wovon er 30 gewann. Zweimal wurde er Nordrhein-Westfalen-Meister und letztes Jahr gewann er den Schwarzen Diamanten. Das ist ein ganz, ganz großes Turnier im polnischen Rimini. Betreut wird er von den Boxbrüdern Mommy und Abi Gultari. Und der Mommy, der ist beim Serhat im Ring. Eins muss ich einfach loswerden. Der Mommy, der ist auch der Heimtrainer von Deutschlands Besten. Und er ist einer der weltbesten Boxer im Weltergewicht. Abbas Barun. Ring 3, Runde 3. Oder Boxer aus der roten Stanislav Gibadio Lili.